Seid ihr fertig? Wir hätten gern den ganzen Platz. Feierabend. Wir sind fertig. Nein, sind wir nicht. Wenn ihr den Platz haben wollt, müsst ihr drum spielen. So machen echte Männer das. Ihr wollt also drum spielen? Stottere ich? Die ziehen uns nicht die Hose aus. Wir haben nichts drauf. Oh. Männer. Zum Valentinstag alles Gute. Und dir auch, Mom. Ich lasse euch beide besser allein. Ich ruf dich an. Oder nicht? Bleiben Männer. Draußen ist die Hölle los. Pack die Autos ein. Okay, wo ist das Fenster? Hi. Der schwarze Ritter hat wieder zugeschlagen. Hey. Doch den Frauen reicht es. Was ist das Problem mit den Männern unserer Generation? Ladies, ihr müsst endlich verstehen, wie Männer denken. Sonst gewinnt ihr nie in der Liebe. Benehm dich wie eine Dame, aber denk wie ein Mann. Jetzt ändert ein Buch alles. Was sind deine kurzfristigen Ziele? Und deine langfristigen? Wie stehst du zu Beziehungen? Wer bist du, Oprah? Gibt's noch einen Absacker? Ich darf erst nach dem 5. Date mit ihr nach oben. Wir sind wie Freunde ohne gewisse Vorzüge. Sie denkt, ich bin aufstrebender Chefkoch. Die kratzt doch die Kurve, wenn ich ihr die Wahrheit sage. Ich bin total am Arsch. Mann, was ist das? Das Neueste aus meinem Buchclub. Der Mann ist ein Verräter. Die kennen alle unsere Manöver. Das bedeutet Krieg, Gentlemen. Nun, als die Wahrheit herauskommt... Er jobbt als Kellner. Den perfekten Mann gibt es nicht. Geht das Spiel erst richtig los. Die einzigen Frauen, mit denen ich heute Nacht reden will, tanzen nackt in der Popo-Bar. Halt mich bitte fest. Marschier mir den Rücken. Steck mich in meinen Spielanzug, tu, was immer du willst, Baby, ich gehöre dir. Ich muss ihr zeigen, dass ich's drauf habe. Süß. Wohin soll's gehen? Scheiße, ist der Rock kurz. Denk wie ein Mann.